Ja, und herzlich willkommen hier zum weiteren TL City Projekt mit der Spielpirat. Ja, wir essen auf jeden Fall erstmal ganz gemütlich einen Apfel bei offener Tür. So gehört sich's. Und spielen hier wieder mit der Tür. Ist der Wahnsinn, Alter. Vier Äpfel ist schon. Ich bin schon so ein kleiner Vita-Junkie, oder? Ist schon krass. So, was wir hier hatten gemacht, hatten wir. Und wir sehen, wir tun und die Quadros sind toll. Okay, hat wahrscheinlich jetzt wirklich jeder verstanden. Und wenn nicht, ist zum Glück auch nicht schlimm. Diese Quarry läuft hier gerade recht gut. Was uns aber fehlt, sind auf jeden Fall für die zweite Quarry, die hier übrigens den Rahmen jetzt mit dem Neustart des Servers auch gesetzt hat, zu betreiben, brauchen wir noch drei Sachen. Das eine. Wir brauchen einen IC2H4-Consumer, wir brauchen eine Energy Bridge und wir brauchen ein. Ich glaube, es ist ein Producer. Ja, ich vergesse die Sachen immer halt. Tut mir leid, so bin ich. Ich hoffe, dass zwei Crowies nicht ganz so extrem. Ah! Wir brauchen noch eine Phase Transport Pipe auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die Crowie nicht ganz so wird. Ja, Wabbleweb ist übrigens die Abkürzung für Wobbly-Loop. Und kommt aus dem Altgriechischen. Ja, für den es den schon mal gefragt hat oder so. Das ist gut, dass du dich auch gar nicht befüllst. Man könnte meinen, dass das nicht angeschlossen wäre, aber ich glaube, das kommt noch. Wir werden sehen. Wie viele Steine haben wir denn? 10.000, 16.000, alles 1.000. Super. Dann haben wir also einen. Geben wir es doch mal ein. ICHV. IC2HV, da haben wir ihn. Consumer, das wäre ein Producer. Ha. Ich glaube, das war es nicht. So, wir brauchen erstmal das. Also nochmal ein HV-Transformer. Ein HV-Transformer, da brauchen wir ein Energy Crystal. Dafür brauchen wir vier isolierte Dingsbumskabel. Ein NV-Transformer, ein Electronic Circuit. Wir sollten generell mal gucken, dass wir den Electronic Circuit einprogrammieren, weil er mir doch ganz schön auf die Zacken geht, genauso wie Kabel und Co. Okay. Aber wir stehen wieder vor dem typischen Problem. Wir haben wahrscheinlich gar nicht genug Rubber immer und so weiter, ne? Ach, das ist Kacke. Sowas ist Kacke, Mann, Alter. Sowas ist, ich will gar nicht sagen, dass sowas Kacke ist, aber sowas ist, Kacke. Okay. Jetzt haben wir es gesagt. Wir brauchen auf jeden Fall Kobo. So, machen wir das hier einfach mal. Und dann gehen wir mal hier oben rein. Und speichern schon mal das erste Rezept ein. Encoded. Okay. Dann brauchen wir in der Tat ein Cable. Dafür haben wir tatsächlich auch noch welche. Nein, das war schon wieder falsch gewesen. Und. Nein, genau so. Geh mir doch nicht auf die Zacken. Und wir encoden auf jeden Fall schon mal die Herstellung von Kabel. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall noch für den Electronic Circuit. Refined kriegen wir ja. Den können wir machen. Wir brauchen Refined. Redstone. Okay, also einmal Redstone und einmal Refined. So. Machen wir das einfach mal auf die freundliche. Dann. Wo haben wir Kabel? Ich habe ja kein Kabel. Kacke. Hatte ich hier noch welches? Ja. Dann machen wir nochmal die Kabel fertig. Kabel fertig. Kabel fertig. Sagt mal, Leute da draußen, ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar: Wie steht ihr zu dem Thema Rauchen? Wie steht ihr zu dem Thema Rauchen tolerieren? Wie steht jetzt zu dem Thema? Ja, weiß ich nicht. Sollte man? Ja, keine Ahnung. Sollte man es tolerieren, wenn jemand rauchen möchte? Sollte der Partner in einer Beziehung vielleicht tolerieren, dass der andere nicht rauchen, dass er überhaupt kein Rauch irgendwie so, weiß ich nicht, abkann oder dass es da so Probleme gibt oder sowas in der Richtung? Wie steht denn ihr zu der ganzen Geschichte? Das würde mich einfach mal interessieren. Habt ihr da schon, weiß ich nicht, eure eigenen Erfahrungen gesammelt oder sowas in der Richtung?
dass ihr sagen könntet, ich versuche jetzt hier gerade mal das zu machen. Also da bräuchte ich eigentlich mehr, weil ich muss ja immer das Ergebnis irgendwie mit einfügen. Machen wir das nochmal so. Und dann haben wir das. Und dann müssen wir nochmal einen draufsetzen. Dann kommt der. Davon hätten wir auch zwei gebraucht, war. Ach du Scheiße. Packen wir die einfach mal rein. Und dann machen wir nochmal einen davon. Okay. Ach so, so kann man das ja auch machen, genau. Dann haben wir dieses Ding hier und packen das ja auch wieder mit rein. Ja, wie steht ihr dazu? Also das wäre mal so eine interessante Geschichte irgendwo. Habt ihr da, weiß ich nicht, selbst mal Erfahrung gemacht? Kennt ihr jemanden, der so, bah, weiß ich nicht, raucht, auch vielleicht wenig raucht? Ja, also habt ihr dafür, weiß ich nicht, Verständnis, wenn jemand etwas mehr raucht oder etwas weniger raucht oder generell, warum muss man überhaupt rauchen oder sowas in der Richtung? Ich habe da so momentan auch meine kleinen Probleme mit, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Nicht, weil ich ein Raucher bin, ich bin kein Raucher, sondern eher, weil ich momentan so nicht verstehen kann, warum jemand wieder anfangen möchte mit Rauchen. Obwohl er halt über 7 Jahre lang nicht mehr geraucht hat. Und tja, das ist so, ich komme darauf noch nicht so ganz klar. Ja, und ich weiß nicht, ich mag das nicht. Letztes Mal war es auf einmal jetzt wieder so gewesen und dann rieche ich diesen Qualm und dann, weißt du, so diese ganzen Geschichten halt. Das hat mich irgendwie alles ein bisschen, ja, blöd gesagt, abgeturnt. Ja, da hat man einfach keine Lust mehr. War so schockierend irgendwie. So, tut mir leid. Also manch einer sagt eben halt, man übertreibt. Dafür hat man ja seine eigene Meinung. Das ist ja, darf ja jeder seine eigene Meinung haben. Aber was macht man? Ja, wie verhält man sich? Muss man das jetzt einfach so hinnehmen? Muss man sagen, Junge, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist es dein eigenes Problem. Ja, irgendwie dafür, da musst du mit klarkommen, da musst du klären. Ja klar, muss ich das klären, das ist richtig. Aber, ich muss mal gerade gucken, ob ich dieses goldisolierte Kabel und ob ich einen Maschinenblock drin habe. Maschinenblock habe ich auch nicht drin und goldisoliertes Kabel auch nicht, okay. Ja, das sind so Sachen. Ich brauche einfach die ganzen Rezepte jetzt mal hier reinmachen. Ist ja kein Problem. Goldisoliertes Kabel. Da kann ich ein bisschen was machen. Okay. Ja, das wären halt so Dinger irgendwie, die mich auch beschäftigen. Kennt ihr da, wie gesagt, Beispiele? Habt ihr da jemanden? Könnt ihr, ich sag mal blöd gesagt, das verstehen, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, was, ein Problem mit hat oder sowas in der Richtung. Ja, also das sind so Sachen, keine Ahnung, da komme ich jetzt momentan nicht ganz so drauf klar. Aber teilt mir mal auf jeden Fall eure Erfahrungen mit, ja, die ihr da so habt. Hätte ich jetzt irgendwie doppelt machen müssen, war? Weil ich keins davon habe, das nervt mich jetzt gerade. Beziehungsweise, ob ihr denkt, das darf man nicht so verkrampft sehen. Ich meine, es ist ja auch so eine gesundheitliche Einschränkung, ne? Ist ja nicht so, als ob man da, tut mir leid, aber als ob das jetzt so eine Sache ist, naja, es riecht ja nur. Nachweislich hat es ja trotzdem irgendwelche, nicht nur irgendwelche, sondern es hat ja auch Folgen auf die Gesundheit, ne? Beziehungsweise Einflüsse auf die Gesundheit. Und ja, das sind eigentlich so Sachen. Ich hatte ja gerade vor kurzem erst noch so erzählt mit meinem Vater und sowas, ne? Der ist ja damals auch an Lungenkrebs gestorben und so, als Ursprung. Und ja, sowas hängt dann natürlich auch so im Nacken. Da denkt man dann auch so, okay, muss das jetzt sein? Vorbild vielleicht auch für meine Kinder? Ja, man hat ja da auch eine gewisse Vorbildfunktion. Also unsere, ich meine, es geht ja um meine Frau. Das ist jetzt einfach mal so ganz ehrlich gesagt. Und das weiß ich nicht. Da bin ich irgendwie momentan etwas, vielleicht auch niedergeschmettert. Ja, so irgendwie, weil man damit jetzt gar nicht so gerechnet hat, dass es da überhaupt ein Problem gibt oder sowas in der Richtung. Achso, wir hatten ja noch welche gehabt, okay.
So, dann packen wir das hier mal rein und das hier mal rein. Das bräuchten wir eigentlich auch nicht mehr. Jetzt suchen wir gerade nochmal nach den dicken Goldkabeln. So, dafür bräuchten wir eigentlich 2 Stück. Müssten ja eigentlich gleich erscheinen, oder? Oder fehlt uns jetzt? Ach so, uns fehlt wahrscheinlich. Guck mal, können wir uns im Monitor gucken? Genau, uns fehlt auf jeden Fall Rubber. Und Rubber hatte ich ja hier drinne gehabt. Das heißt, wenn ich jetzt mal nach Gold gucke, sollten wir auch 2 Stück haben. Okay. Gehen wir hier oben gerade die beiden nochmal hier reinsetzen mit dem. Und dann können wir uns gleich das nächste Pattern fertig machen. So, für den MV-Transformer. Weil dann haben wir nämlich auch schon mal wieder einen MV-Transformer drin, den wir vorher auch noch nicht hatten. Und da sieht man mal, wie voll die ganze Geschichte jetzt mittlerweile wird. Und ich mache das alles nur für ein Gerät, aber andersrum, es wird sich sicherlich mit der Zeit relativ viel überschneiden. Jetzt brauchen wir also ein Electronic Circuit, diese isolierten, diese vierfachen Energy Crystal und ein MV-Transformer. Gut, für den ersten ist es natürlich jetzt gerade irgendwie, muss ich ja nicht allzu viel craften irgendwie. Andersrum könnten wir uns den zum Beispiel schon mal besorgen. Da haben wir einen. Dann brauchen wir diese Dingsbums da. Auf jeden Fall sind die mit Ins abgekürzt. Das ist schon mal hervorragend. Nehmen wir uns auch 2 Stück. Die haben wir. Super, läuft auch schnell. Und dann brauchen wir einen MV-Transformer. Den MV-Transformer können wir uns natürlich auch schon craften. Hervorragend. Macht irgendwie Spaß. Doch. Man weiß ja nie, für was wir das alles noch brauchen können. So, wenn wir den jetzt hier reinpacken und den jetzt hier reinpacken und den jetzt hier reinpacken und den jetzt hier reinpacken, dann haben wir einen HV-Transformer. Und doch, ein HV-Transformer ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wo haben wir noch ein Pattern? Da haben wir noch ein Pattern. Und vergesst, wie gesagt, bitte nicht meine Frage. Die würde mich schon auf jeden Fall interessieren. Und jetzt packen wir das mal rein. Dann kann er nämlich dieses Ding gleich craften. Und wir packen sein MV-Transformer schon mal hier rein. Zack, 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 zack. Ich glaube, das brauchten wir alles nicht mehr. Was wir noch bräuchten, wären 4-mal Gold. Und wenn ich jetzt nach MV-Transformer, nee Quatsch, ich wollte einen HV-Transformer haben. Da können wir uns einen craften. Sollte klappen. Da haben wir auch schon einen. Und jetzt gehen wir da nochmal in die Pattern-Geschichte. Nee, war das... Kann mir mal einer sagen, was ich jetzt hier gerade tue? Okay. Ich glaube, das war so rum, oder? Kann das sein? Ja. Da haben wir also ein IC2 HV Consumer. Ich denke, dafür können wir auch ein Pattern anlegen. Was wir haben, haben wir, nimmt uns auch keiner mehr weg. Das ist unser großer Vorteil. So. Packen wir den mal rein. Wir können unseren HV-Consumer hier auch reintun. Wir haben ja nichts ausgegeben. Und dann finden wir den hier. Hervorragend. Oh, wir haben schon mal einen. Oh, es ist Nacht übrigens. Ne? Seit wann ist denn es Nacht? Dann drauf geachtet. Aber ist schon das zweite Mal Nacht vielleicht? Alter, war hier gerade... Kam mir echt von draußen gerade ein Ozelot reinspaziert. Wollte mir gute Nacht sagen. Ist doch auch eine geile Sache. Ja, jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert, aber egal. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Energy Bridge. So, da haben wir eine Energy Bridge. Die kriegt man relativ. Diamant, Redstone, Gold und Glas. Diamant, Redstone. Brauchen wir noch Gold und Glas. Alter, gehen wir die auf den Sack. Kennst du eigentlich Gold, 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 Redstone, Redstone, Diamant und Glas. Ja, ich krieg dich gleich platt, Alter. Dann kannst du gucken. Wenn du hier einbrechen willst, Alter, dann breche ich aus. Zeige ich dir hier. Oh, die Hacke hängt. So, da haben wir auf jeden Fall jetzt schon mal den auch nochmal. Wo bist du denn hin, du Feigling? Ich denke, du wolltest herkommen, hä? 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 Was haben wir davon? Feigling. Erst gegenklopfen, mir die Tür halb kaputt machen und dann abhauen, wa? So eine Zischtante hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das Ding ist halt, ich weiß gerade gar nicht, wie das andere Ding heißt.
Vielleicht irgendwas auch mit IC? Bin mir da gar nicht so sicher. Ich weiß, wie das so ein bisschen ungefähr aussehen mag. Hat es, soweit ich weiß, auch so einen Punkt halt mehr bei diesem Loch. Ich weiß aber nicht, ob es in dem Vorschaubild genauso aussieht. Ich weiß nicht, ob das eine ein Producer und das andere ein Consumer ist. Ich denke aber. Ich denke, das ist der. Das heißt, wir müssen den einfach reinlegen und kriegen den zweiten. Richtig? Wenn das so ist, dann müsste ich mir noch mal einen Consumer craften. Und er hat es fertig. Ging eigentlich recht schnell, oder? Gut, dann packe ich einen Consumer hier rein und ich kriege einen Producer. Jetzt geht es darum, werde ich recht gehabt haben? Funktioniert's? Wie voll ist mein Flugsaurier hier? Sehr voll. Wo haben wir hier Creeper und Co.? So, fliegen wir mal hier. Sturzflug. Du triffst mich nicht. Bäm, Alter. Hab ich dich. Hab ich dich. Zack, guck mal. So macht man das. Das sind Attacken, die die Welt braucht. Definitiv. Die Frage ist, wo schwimmt jetzt hier der nächste Creeper? Weil Creeper schwimmen bei mir anscheinend wie Sand am Meer irgendwo. Keine Ahnung. Oh, ich sehe schon, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich krieg die Krise. Ich will doch einfach nur was anbauen. Ich kann sein, dass es sich auffüllt, ausfüllt. Ich das immer so für was anderes irgendwie gehalten habe. Okay. Das ist der Consumer. Producer. Consumer. Warum habe ich denn jetzt zwei Consumer und einen Producer drin? Das verstehe ich ehrlich gesagt gerade nicht. Oder hatte ich noch einen gehabt? Ha. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das irgendwie gerade alles ein bisschen suboptimal. Denn ich gar keine Ahnung habe. Ah, wir müssten uns eigentlich aufgrund des Stromverlustes noch eine MFSU bauen. Hat auch gar keinen Grund gehabt, warum ich das jetzt so langsam ausgesprochen habe. Oder weil ich mich einfach nicht versprechen wollte. So. Also auf jeden Fall. Aber ich will gar nicht wissen, was mir jetzt um die Ohren fliegt. Nein. Es war nicht sowas. Das ist doch. Das ist doch aber eigentlich das, was ich gebaut habe. Oder? Oder? Ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig, als die ganze Scheiße hier abzubauen. Warte, ich guck mal. Was ist das für ein Gerät? Das ist ein HV-Consumer. Und ich, Idiot, hab doch einen HV-Consumer gebaut. So. Und das ist eine ganz normale verkackte Energy Bridge. Genau. Und das ist ein BC-Producer. Ah, echt jetzt? Wie macht man den aus einem BC-Consumer? Okay. Dafür brauchten wir Gold. Eine Stirling Engine. Eieiei. So far, Alter. Viel zu blöde. Naja, gut. Jetzt ist die Frage, für was ich so einen HV-Producer brauche. Wenn also jemand eine Ahnung hat, was ich mit einem HV-Producer machen kann, soll das mir doch einfach mal sagen. Ich mache auf jeden Fall nochmal einen BC-Producer, Consumer-Producer, whatever. Dafür bräuchten wir dann wahrscheinlich Stirling Engine, wahrscheinlich Cobblestone, Glas, Pisten und die Stone Gear. Ich werde Pisten und dieses Ding halt nochmal einspeichern bei der nächsten Folge. Ja, und dann haben wir wenigstens das auch schon mal drin. Dann haben wir auf jeden Fall die Quarry beim nächsten Mal dran laufen und können halt sehen, dass wir hier weiter vorankommen. Mit unseren Materialien, mit dem Ausbau, dass wir eben halt unten auch diese Region fertig bekommen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem Ersatzteil, mit dem BC Producer und mit der MFSU, die wir, denke ich mal, auch bauen werden. Also bis dahin, liebe Grüße, euer der Spielpirat. Falsche Seite.